Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union bzw. EWG gibt es seit 1957. Die Prämisse damals war klar, relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ausreichend Lebensmittel für die europäische Bevölkerung herzustellen und das zum leistbaren Preis. Geprägt war diese Agrarpolitik von der ersten Säule, die zweite Säule gab es damals noch nicht. Die zweite Säule, quasi ländliche Entwicklung, Umwelt- und Klimapolitik, gab es ab 1999. Diese erste Säule, diese Marktordnung, führte im Wesentlichen zu zwei Dingen. Erstens wurden die Lebensmittelpreise und Agrargüterpreise künstlich so niedrig gehalten, dass wir im globalen Süden Eigenversorgungsprobleme dadurch entstehen ließen, indem wir billigste Hühnerkeulen, indem wir Trockenmilch lieferten, alles das, was Europa zu dieser Zeit selber nicht brauchte und verwerten konnte. Und gleichzeitig wurde die Stützung zum Teil der Erzeugereinkommen. Das heißt, auch die Bäuerinnen und Bauern hatten gar nicht wirklich großartig was davon. Das ist ganz einfach der Fakt, wo sich darstellt, die Bäuerinnen haben sich in dieser Zeit und in dieser Zeit der Förderempfänger nahezu so gefühlt wie vor der Bauernbefreiung. Sie produzieren wertvolle Dinge und sind auf der anderen Seite Almosenempfänger. Gefreut hat sich der Dritte, und das war eigentlich die Lebensmittelindustrie, die zu jeder Zeit, egal welcher Herkunft, zu günstigen Rohstoffen gekommen ist. Österreich hat das, glaube ich, sehr bald erkannt und war eigentlich ab 1999 Vorreiter in der zweiten Säule und hat die Gewichtung sehr stark auf diese zweite Säule gelegt. Und ich glaube, dass gerade diese zweite Säule wichtiger ist denn je. Dieser Klimawandel, den wir täglich spüren und der nicht nur geprägt ist von Hagel, Sturm und Starkregen, sondern täglich spürbar ist. Eine kleine Geschichte dazu. Letzten Montag bin ich in der Früh meine Kühe von der Weide holen gegangen. Und zwar in der Früh deshalb, weil das die erste Klimawandelanpassung meines Betriebes ist. Die Kühe gehen in der Nacht auf die Weide, weil selbst in dieser Jahreszeit es bereits Hitzetage über 30 Grad gibt. Und wie ich da die Kühe holen gehe, gehe ich vorbei an Streuobstwiesen und an Obstbäumen, die wunderschön blühen. Und interessanterweise alle gleichzeitig. Apfel, Birne, Kirsche, alle gleichzeitig. Bis hierher sehr idyllisch und sehr romantisch. Und Fakt ist aber, es ist keine Idylle. Es ist eine Stressblüte. Die Bäume versuchen krampfhaft, sich zu vermehren mit ihrer letzten Kraft. Und diesen Stress, den die Bäume verspüren, und diesen Hitzestress, den die Tiere verspüren, die haben bei dieser GAP-Verhandlung meine Kollegin Olga Vogler und ich genauso verspürt. Und zwar hinsichtlich einer Ökologisierung der GAP. Es ist ein grüner Erfolg, wenn es wieder eine eigenständige Bioförderung gibt und diese gegenüber dem vorigen Programm um 40 Millionen Euro mehr besser dotiert ist. Es ist ein grüner Erfolg, wenn es eine 10%ige Umverteilung von groß zu klein gibt und ein Capping gibt. Und es ist ein grüner Erfolg, wenn es eine Erhöhung der Ausgleichszulage gibt. Es ist auch ein grüner Erfolg, wenn es eine Förderung für Freilandschweinehaltung und mehr Tierwohl in der Schweinehaltung gibt. Und ja, dieses Programm könnte mit Sicherheit noch etwas ökologischer sein. Aber es ist auch mit Sicherheit das ökologischste Programm innerhalb der Europäischen Union.
Der Klimawandel sei mittlerweile täglich zu spüren. Daher sei auch die Ökologisierung der GAP, der gemeinsamen Agrarpolitik, notwendig, betont Clemens Stammler von den Grünen. Ab dem kommenden Jahr wird die Förderpolitik der EU im Agrarbereich neu ausgerichtet. Bei der Verteilung von Fördermitteln soll mehr auf Klimaschutz und auf Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft geachtet werden.